Hallo Leute. Sabine und ich sitzen gerade bei uns vor der Tür, trinken eine schöne Schorle. Sonne scheint, Lufttemperaturen sind relativ niedrig. Wie hoch waren die jetzt? Keine 20 Grad, ne? Ich glaube 19 oder Ja, so. aber in der Sonne ist es richtig gut. Ich nehme natürlich wieder mit meinem Handy auf, das heißt, ab und zu wackelt es ein bisschen, das ist aber auch kein Problem. Wir haben uns überlegt, so wie wir jetzt hier gelandet sind, in dem Haus, in dem wir jetzt sind, das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir am Anfang geplant haben. Und wie hieß nochmal dieses Projekt Itapur oder so? Nee, Itapur. Itapur? Itapur. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das heißt. Itapur ist es nicht. Itati. Itati, das Projekt Itati. Also das waren dann so Projekte, wo man dann so um die 2000 Quadratmeter Grundstück kaufen konnte, und dann ja, so eine deutsche Kolonie gründen konnte. So, das war der erste Kontakt und die erste Überlegung, die wir mal hatten, dass man ja, hier irgendwie sesshaft wird. Ja, dann waren wir uns aber auch nicht sicher. Entschuldigung, wir nehmen so ein bisschen Zeit. Und die zweite Planung für uns wäre so ein bisschen Selbstversorger, ist ja auch nicht schlecht. Und ein Hektar Grundstück so auf dem Land ist ja auch nicht so teuer. Das ist wieder relativ, das kommt immer darauf an, damit geht es nämlich schon los. Es kommt immer darauf an, wo du diesen Hektar kaufst und wie gut der Boden dort ist, um Selbstversorger zu sein. Will ich auch nicht zu so kompliziert machen, weil das ein Thema ist, was wir dann nicht mehr vertiefend ja, für uns in Erwägung gezogen haben. Wir waren ja dann in Encarnación in der Innenstadt und haben gesagt, puh, Innenstadt bietet so viele Vorteile, aber das kannst du dir nur, also wir hätten es nur auf Miete leisten können und auch Miete wäre für uns, das entspricht nicht unserer Philosophie, Miete zahlen wir in das Konto eines anderen, wenn wir selber was kaufen und es dann noch schuldenfrei kaufen können, sparen wir einfach Geld fürs Alter. Ja. Und dann gab es eine, und das ist jetzt eigentlich, weswegen ich das Video mache, dann gab es für uns auch so eine Überlegung. Wir haben das gesehen, Bekannte von uns, die sind hier mit Mosche, bitte, danke. Mosche. Ja, der kläfft auch ohne Hier. dich weiter. Mosche. Hier. Alles gut. Alles gut, Komm Schnupsel. mal. Alles gut. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Nein, hat er nicht aus dem Konzept gebracht. Mosche, lass es. Auf jeden Fall war das so, wir hatten dann überlegt, ja, so einen Hektar oder vielleicht auch einen halben Hektar zu kaufen, dann ein bisschen einen auf Selbstversorge zu machen. Aber dann haben wir auch festgestellt, oder was festgestellt, es ist einfach so, wir sind ja erstens ohne Kinder hier und zweitens sind wir Mitte, Ende 50. Und das mag man sich alles schönreden, wie man will. Die körperliche Belastbarkeit, wenn man sie nicht so gewohnt ist, die lässt ja ein bisschen nach. So, jetzt gibt es zwei Dinge. Leute, die körperliche Arbeit gewohnt sind, aus Deutschland beispielsweise, dort solche Jobs gehabt haben, bei denen sind auch Verschleißerscheinungen. Sabine und ich, wir waren eher so Sesselpupper. Wir haben aus dem Büro heraus gearbeitet und da fehlt dir das Training. So, beides ist nicht unbedingt eine perfekte Voraussetzung, um in unserem Alter nochmal so anzufangen, einen auf Selbstversorger zu machen. Ja, und dann hat sich diese Gelegenheit ergeben. Nein, wir haben das erste Haus, was wir besichtigt haben, war Hohenau. Hohenau war super interessant, weil Hohenau wird jetzt, glaube ich, ausgezeichnet als Einwandererstadt Paraguays, ne? Irgend so ein Auszeichnen bekommen die jetzt. Das heißt, auch sehr viele deutschsprachige Nachbarn und deutschsprachiges Umfeld. Ja, aber auf der anderen Seite war das wieder ein Grundstück. Wie groß war das, Sabine? Ich habe es wieder vergessen. 1300 Nein, es war größer. Mehr als 1300. Das war auf jeden Fall so, das war unser Haus, also wäre unser Haus drauf gewesen. Und dann ein kleines Doppelhaus zur Vermietung. Wir hätten auch Mieter mit reinbekommen. Dann wäre da eine
Obstwiese gewesen, eine Streuobstwiese. Das hätten wir alles gar nicht auf Reihe bekommen. Das heißt, wir hätten einfach nur Geld aus dem Fenster geschmissen, nur um das zu unterhalten. Und da haben wir gesagt, Mensch, wieso nicht die gleiche Größenordnung wie das, was wir in Deutschland gehabt haben, der Fritz-Gemmt-Straße. Fritz-Gemmt-Straße war ein bisschen größer. Ja, aber letztendlich, was Garten angeht, auch nicht viel größer, weil wir hatten da noch so eine Garage drauf. Da war unser altes Büro drin. Da war sehr viel, ich sag mal, versiegelte Fläche drumherum. Der Garten war nicht größer als das, was wir hier jetzt haben. Ja, und dann hat sich das mit diesem Haus hier ergeben. Wir haben das sehr wohl gesehen. Das ist nicht, ich sag mal, das ist nicht diese komplette Infrastruktur. Oder wir haben es gedacht, das ist nicht diese komplette Infrastruktur, die wir in Encarnación Innenstadt gehabt haben. Aber was wir als erstes festgestellt haben, unser Hund, ihr habt das mit den anderen Videos vielleicht auch schon gesehen, unser Hund ist super glücklich. Die Nachbarschaftshunde super glücklich mit unserem Hund. Ich kann den rauslassen, der geht mit denen mit. Ich lasse das natürlich nicht so zu, wenn ich den rauslasse, mit den anderen laufe ich mit. Und das ist ja auch witzig. Ich gehöre auch irgendwie mit zum Rudel, wenn die Nachbarschaftshunde, das sind Straßenhunde, ne? Dann gehe ich genauso mit, als würde ich dazugehören. Ja, ich kann mit Tieren, habe ich glaube schon mal gesagt, ich kann ziemlich gut mit Tieren, insbesondere mit Hunden. Ja, und dann sehen wir das, was andere Leute machen, so, die so 10 Jahre jünger sind als wir. Und dann auch Kinder haben im Alter von 13, 16 Jahren ungefähr, Sabine, ne? Die kaufen sich riesige Grundstücke. Ich sag mal, die haben nicht die Notwendigkeit, um sich von dem Land zu ernähren. Also die wir kennengelernt haben, die brauchen das nicht. Da haben wir das gesehen und haben wir überlegt, die Kinder von denen sind noch die nächsten 5, 6, maximal 10 Jahre. Das letzte Kind, sind die noch in der Familie oder wohnen die da noch und gehen dann ihre eigenen Wege, wenn sie es dann tun. Ansonsten hast du dann etwas, was wir nie gewollt hätten, dass du da ein riesen Grundstück hast mit einem Mehrgenerationenhaus und alle wohnen und leben da. Ich finde das okay. Also das ist keine Abwertung. Das ist okay, aber es wäre niemals unser Ding gewesen. Ja, und vor diesem Hintergrund, wir haben mittlerweile festgestellt, die Infrastruktur hier jetzt das ist 5,5, 6 Kilometer südlich vom Encarnación, da wo wir vorher gewohnt haben, also ungefähr 4,5, 5 Kilometer entfernt, vom absoluten Zentrum Encarnación entfernt. Wir sind ruckzuck mit dem Auto da. Das machen wir auch regelmäßig. Und das brauchen wir aber nicht, weil unter der gesamten Woche, wir haben unsere ganzen kleinen Tante-Emma-Läden hier drumherum, wo ich ja mittlerweile auch bekannt bin, weil ich immer zu Fuß mit dem Rucksack unterwegs bin. Dann haben wir eine La Familia da, dann direkt daneben ist noch ein zweiter, ähnlich großer Supermarkt. Wir haben ja auch einen eigenen Park, ne? Ja. Wo wir jetzt eigentlich noch nicht gewesen, wo wir da immer hin wollten. Wir haben eine geile Pizzeria hier. Ja, wir haben mehrere gute Pizzerien hier. Ja. Also eigentlich, wir haben hier Ferreterias, also wir haben hier Baumärkte, wir kriegen hier alles. Wir kriegen hier alles. Es ist halt nur nicht die Innenstadt. Und vor diesem Hintergrund, ich gebe keinen Tipp, wenn ihr nach Paraguay auswandert, müsst ihr das alles selber wissen. Ich sage einfach nur, in unserer speziellen Situation, wir mit 57 Jahren, lass mich mal kurz nach, ja, 57 Jahren. Für uns sind Aktionen und Unternehmungen nicht mehr so geeignet, wo wir sehr viel mit körperlicher Arbeit und langfristig planen. Jetzt geht das alles noch. Jetzt würde das alles noch problemlos gehen. Aber das geht dann in 10, 15 Jahren nicht. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja. Das ist, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht eine Beurteilung oder Verurteilung dessen, was oder wie es andere machen. Es ist nur eine Erklärung, wie sich unsere ursprüngliche Planung ja
komplett geändert hat. Komplett geändert. Wir wollten uns richtig schön was Neues bauen auf einem 1 Hektar Grundstück. Vielleicht auch einen halben Hektar Grundstück. Wollten da Obstbäume, was auch immer anpflanzen. Das schön ernten. Ja, und wir haben festgestellt, das ist für uns eigentlich unrealistisch. Langfristig keine Option. Ja, für andere, die jetzt auch überlegen, nach Paraguay zu kommen, wenn ihr jüngere Leute seid, dann guckt ihr wahrscheinlich gar nicht bis zu dieser Stelle. Andere, die jetzt so 40, 45 sind, für die ist das vielleicht eine Überlegung wert, was die langfristige Planung angeht. Ja, nur eine Überlegung wert. Wieder keine Vorschriften. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ihr seht, ja, wir genießen die Sonne. Tschüss, tschüss.